Lieber Herr Brauer, Sie hatten Angst um meinen Magen und wo er sich krampft. Nicht an der Stelle, wo Sie meinen. Wo mir krampft es, wenn automatisch, und das finde ich altmodisch und typisch altes deutsches Akademikertum zu sagen, wenn man sich Mühe gibt, wissenschaftliche Erkenntnis so zu vermitteln, dass es jemand verstehen kann. Und in der Tat ist das bei uns im Bildungsbereich ein Anliegen. Dann sei es Entertainment, Populärwissenschaft oder irgendwas niedrig, vielleicht noch in Ihrem Denken auch noch niedrigkapitalistisches irgendwas. Dann tun Sie der Sache einen Bärendienst. Deshalb habe ich von Wissenschaftstheater gesprochen und eben nicht von irgendwie Entertainment und sonst was. Ich kann Ihnen sagen, das erinnert mich an mein erstes Semester, wo man den Professor gefragt hat, warum ist denn Ihre Einführung in die Kulturwissenschaft so unverständlich? Dann sagt er, ja, aber werte Frau Remlinger, das lesen doch auch die Kollegen. Ja, und genau von dem Spirit müssen wir runter und dann können wir die Kinder fürs Lernen begeistern, wenn sie nämlich da hinkommen und staunen und dann gibt sich jemand Mühe und dafür muss man nämlich auch verdammt gut sein, das dann so erklären zu können, dass die Kinder das verstehen und sagen, davon will ich mehr wissen. Also wenn Sie da mithelfen wollen, dann kommen Sie von dem altmodischen Trip endlich runter. Dankeschön. Kollege Brauer, ich sehe, Sie wollen erwidern. Dazu haben Sie das Recht und das Wort. Ja, verehrte Damen und Herren, Herr Präsident, liebe Frau Remlinger, ich weiß nicht, was Sie jetzt mit altmodischem Rost meinen. Also Ihre Philippika soeben, die trifft mich im Prinzip nicht. Ich möchte Sie eigentlich, Sie sind Mitglied des Hauptausschusses, wenn ich recht orientiert bin. Ich möchte Sie an eine rote Nummer erinnern und empfehle Ihnen, die noch mal genauer zu lesen. Die ist nun schon ein bisschen alt, vom 20. April 2015. Das ist die rote Nummer 0827E. Ein Hauptausschussdokument. Sie müssten es kennen. Haben Sie es nicht gelesen? Ich gebe es Ihnen. Da steht etwas drin über die Aufgabenstellung dieser Begutachtung, die da vorzunehmen ist. Und da findet sich tatsächlich die Zuweisung, die Wilhelm-Förster-Sternwarte soll Bildungszentrum werden. Nichts gegen Bildung, die muss ja nicht akademisch erfolgen. Auf welchem Ross sitzen Sie denn? Was haben Sie denn für Vorstellungen, was wir für Vorstellungen von Bildung haben? Als zweites steht da Zeiss-Großplanetarium mit einem Schwerpunkt auf Entertainment und Unterhaltung. Auf Entertainment und Unterhaltung. Ich möchte doch nicht mehr, verehrte Frau Remlinger, als dass dieses Gegensatzpaar von Bildung versus Entertainment und Unterhaltung endlich überwunden wird. Endlich überwunden wird. Es heißt deshalb endlich, weil es immer noch auch in diesem Raum, ich bin Kulturpolitiker, genügend Menschen gibt, die meinen, es gäbe einen Unterschied zwischen U und E. Eine Diskussion, die in der Ästhetik seit den 70er Jahren abgeschlossen ist. Nein, man muss die ollen Kamellen, Frau Remlinger, nur um sich hier zu produzieren, was Sie eben getan haben, Respekt. Man muss die ollen Kamellen wirklich nicht andauernd wieder neu aufwärmen. Lassen Sie uns an diesem Thema arbeiten und bitteschön, ich appelliere lediglich an die Programmmacher, die grandiosen Möglichkeiten für 12,8 Millionen Euro, die Summe darf man ruhig noch mal nennen, die hier in die Hand genommen würden, für das Zeiss-Großplanetarium nicht leichtsinnig zu verspielen, weil vielleicht Jux und Dallerei mehr Publikum bringen. Vielen herzlichen Dank. So, vielen Dank.